1. September 1939. Die deutsche Wehrmacht überfällt Polen. An diesem Tag beginnen Hitler und sein verbrecherisches Regime einen Krieg, der Millionen Menschen auf grausamste Art das Leben kosten wird. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Machtgier und Größenwahn Adolf Hitlers und seiner Komplizen stürzen Deutschland und die Welt in den Abgrund. 6 Jahre voller Blut, Tränen, Tod und Leid. Wir werden ihre Städte ausradieren! Der Weg in die Katastrophe, gepflastert mit Rassismus, Hass, Menschenverachtung und fatalen Fehleinschätzungen. Geebnet von blinder Begeisterung der Deutschen für ihren Führer und seiner perfiden Propagandamaschinerie. Wollt ihr den totalen Krieg? Kämpfe, Kriegsverbrechen und Massenmorde kosten mehr als 70 Millionen Menschen das Leben. Im Mai 1945 die deutsche Kapitulation. Doch mit der amerikanischen Atombombe erfährt die Welt eine neue Bedrohung. Berlin, 1. Mai 1939. Nationalsozialistische Musterbetriebe werden mit der sogenannten Goldenen Fahne ausgezeichnet. Rund 6 Jahre nach der Machtergreifung Adolf Hitlers und der Nationalsozialisten scheint die Gleichschaltung der Gesellschaft weitgehend abgeschlossen. Der Nationalsozialismus als totale Ideologie ist daran interessiert, möglichst jeden Lebensbereich der Bevölkerung zu durchdringen, zu kontrollieren. Und das zeigt sich dadurch, dass quasi das ganze Leben organisiert wird in NS-Strukturen. In der neuen Reichskanzlei an der Wilhelmstraße in der Stadtmitte sucht man in diesen Monaten häufig vergeblich nach dem Hausherrn. Adolf Hitler verbringt in diesem Sommer viel Zeit auf seinem zweiten Regierungssitz am Obersalzberg. Hier, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, schmiedet der Diktator mit seinen engsten Verbündeten Pläne für die Herrschaft auf dem Kontinent. Der Nationalsozialismus versteht sich als Kampf um die, erstens die Revision des Versailler Vertrags und die Wiederherstellung deutscher nationaler Größe, aber unter den Bedingungen von Rasse und Raum. Das sind eigentlich die zwei wesentlichen Schlagworte, Lebensraum im Osten und rassische Überlegenheit der arischen Rasse. Das hat Hitler schon in Mein Kampf grundgelegt, dass das rassisch höherwertige Volk letztlich das Recht hätte, die weniger höherwertigen, damit auch weniger kulturschaffenden Völker zu dominieren. Und das gilt natürlich ganz besonders als Ansage in Richtung Osteuropa, sprich in Richtung Sowjetunion. Noch ist es dafür allerdings zu früh. Das Dritte Reich soll erst an anderer Stelle weiter wachsen. Nach dem Anschluss Österreichs sowie der Zerschlagung der Tschechoslowakei rückt Polen in den Fokus des Diktators. Eigentlich hat Hitler Polen als seinen Juniorpartner für einen Krieg gegen die Sowjetunion vorgesehen. Er hat deswegen Anfang der 30er Jahre auch mit Polen einen Nichtangriffspakt abgeschlossen. Allerdings hat sich bald herausgestellt, dass Polen seine eigene Politik verfolgen will und nicht Juniorpartner von Hitler sein will. Also kündigt Hitler den Nichtangriffspakt mit Polen und stellt Forderungen, dass Danzig an das Deutsche Reich angeschlossen wird. Die Stadt hat eine bewegte deutsche sowie polnische Geschichte. Anders als Ostpreußen wird Danzig im Rahmen des Versailler Vertrages nach dem Ersten Weltkrieg vom Deutschen Reich abgetrennt. Der Völkerbund übernimmt die Verwaltung. Viele der mehrheitlich deutschen Einwohner wollen sich damit nicht abfinden. Ebenso wenig wie die Nationalsozialisten, die die Hafenstadt für ihre Zwecke geschickt instrumentalisieren. Das hat ihnen natürlich unglaublich in die Karten gespielt, weil sie immer argumentieren konnten, naja, es sind doch aber 99% Deutsche und warum dürfen die nicht im Deutschen Reich leben? Also das war eigentlich ein Pass vor das leere Tor und das hat die NS-Propaganda also wunderbar aufgenommen und dann verwandelt. Mehrfach reist Propagandaminister Josef Goebbels in die alte Hansestadt und heizt unter dem Jubel der Bevölkerung den deutsch-polnischen Konflikt weiter an. Auch diese Stadt mit ihren Menschen gehört zu diesem Volkstum. Sie ist deutsch und bleibt deutsch.
Goebbels weiß, der Krieg gegen Polen ist längst beschlossene Sache. Seine Auftritte in Danzig sind Teil eines abgekarteten Spiels. Bereits im Mai 1939 hatte Hitler gegenüber den Befehlshabern der Wehrmacht verkündet, der Entschluss stehe fest, Polen bei erster Gelegenheit anzugreifen. Wie Rudolf Schmund, Chefadjutant beim Diktator, festhielt, Zitat, der Führer erteilt den Befehl, den Angriff zeitnah vorzubereiten. Öffentlich betont das Regime hingegen seinen Willen zum Frieden und prangert Polen als Aggressor an. In Zeitungen und Wochenschauen werden Übergriffe auf die deutsche Minderheit im Nachbarland bewusst überzogen dargestellt. Während die Bevölkerung Danzigs ruhig und vertrauensvoll die Heimkehr ins Reich erwartet, sind die Volksdeutschen innerhalb der polnischen Grenzen wildestem Terror ausgesetzt. Viele Tausende flüchteten vor den Gewalttätigkeiten der Polen in den Schutz des Reiches und fanden vorläufig in Sammellagern Aufnahme. Der Konflikt zwischen den beiden Staaten spitzt sich zu. 2 Jahre zuvor hatte Polen ein Modernisierungsprogramm seiner Armee gestartet. Jetzt demonstriert das Militär unter den Augen von Oberbefehlshaber Marschall Ritz Schmigli öffentlich Stärke. Die NS-Propaganda interpretiert die Parade als Zeichen des polnischen Expansionswillens. Ritz Schmigli lässt seine Heerscharen paradieren. Man träumt von einem größeren Polen. Der politische Größenwahn der Epigonen Pilsudskis ist ohne Maß. Das Deutsche Reich veranstaltet Manöver an seiner Ostgrenze. Daran nimmt auch das Panzerregiment 6, eine Abteilung der neu aufgestellten 3. Panzerdivision, teil. Am 20. August 1939 rücken die Männer gen Osten aus. Einer der Offiziere hat eine Kamera dabei und filmt die Mission. Im Sommer 1939 war es bereits klar, dass der Krieg bald ausbrechen wird, dass Hitler den Krieg will. Und deswegen lässt er bereits Truppen für Manöver an der deutschen Ostgrenze auffahren. Dort können die Soldaten sich an die jeweiligen Umstände besser gewöhnen und können auch dort den letzten Feinschliff ihrer Ausbildung bekommen. Das Panzerregiment 6 landet in Ratzebur in der Nähe Stettins und damit in strategisch günstiger Lage für einen Angriff auf Polen. Doch noch ist es nicht so weit, denn Hitler hat ein Problem. Er weiß nicht, wie sich sein Erzfeind, die Sowjetunion, im Fall eines deutschen Angriffs verhalten wird. Stalin könnte sich mit Polen und den Westmächten gegen Deutschland verbünden. Am 23. August fliegt Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop in Hitlers persönlicher Kondormaschine nach Moskau. Hier unterzeichnen Ribbentrop und sein sowjetischer Amtskollege Molotow einen Nicht-Angriffspakt. Die deutsche Öffentlichkeit ist überrascht. Josef Stalin freut sich über den gelungenen Coup. Der Hitler-Stalin-Pakt hat eine geheime Zusatznote, die ist eigentlich das Interessante, die nämlich für den Fall eines Vorgehens gegen Polen die Einflusssphären absteckt. Also grob gesagt, Deutschland kriegt den Westen und die Sowjetunion den östlichen Teil Polens, also Ostgalizien insbesondere. Der Pakt ebnet Hitler den Weg in den Krieg. Reichsweit mehren sich die Anzeichen für den bevorstehenden Waffengang. Ein deutliches Indiz ist die Ausgabe von Lebensmittelkarten an die Bevölkerung, wie hier im hessischen Korbach. Einige Güter wie Fett waren schon zuvor vom Regime rationiert worden. Nun gibt es generelle Beschränkungen bei Nahrungsmitteln. Die ältere Generation erinnert sich noch an den Hunger aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Im ganzen Land bereiten sich nun die Menschen auf eine neue Lebensmittelknappheit vor. Die Wochenschau zeigt in diesen Tagen Bilder von Männern, die zum Militär eingezogen werden. Begeisterung über den bevorstehenden Krieg, wie man sie 1914 bei den Soldaten erlebt hat, sucht man in diesem Spätsommer allerdings oft vergeblich. Die deutschen Nachrichtendienste stellen fest, dass in der deutschen Bevölkerung eine sehr bedrückte Stimmung herrscht. Die Leute wissen, was es heißt, einen großen Krieg zu führen gegen die Westmächte, gegen Großbritannien, gegen Frankreich. Sie wissen, es kommt Tod, Leid und Entbehrungen auf sie zu. Ungeachtet der Stimmung im Land lässt das Deutsche Reich die Muskeln spielen.
Starke Verbände der Kriegsmarine kreuzen in der Ostsee. Nach dem Verlust eines Großteils der Hochseeflotte im Nachgang des Ersten Weltkriegs rüstet Deutschland seit Mitte der 30er Jahre wieder deutlich auf. Zur Flotte zählt auch die SMS Schleswig-Holstein. Am 25. August läuft sie zu einem Besuch in den Hafen Danzigs ein. Ein Propagandafilm zeigt den Empfang des Schiffes in der Stadt. Jubelnd empfängt die alte Hansestadt das Schulschiff Schleswig-Holstein, das ihr den Gruß der Kriegsmarine entbietet. Am Nachmittag desselben Tages befiehlt Hitler den Angriff auf Polen für den kommenden Tag. Doch nur kurz darauf wird der Abschluss eines britisch-polnischen Beistandspaktes publik. Und der italienische Diktator Mussolini erklärt, dass sein Land noch nicht bereit sei, mit dem Deutschen Reich in den Krieg zu ziehen. Noch am Abend widerruft der Führer den Kriegsbefehl. Diplomaten versuchen in den folgenden Tagen, den Frieden zu retten. Unter ihnen der britische Botschafter in Berlin, Neville Henderson. Zum Schein geht Hitler halbherzig auf einige Vermittlungsversuche ein, doch seine Entscheidung steht fest. Der Krieg wirft überall seine Schatten voraus. Das mit Polen verbündete Frankreich macht Ende August 1939 mobil. Rund 90 Divisionen stehen den Franzosen zur Verfügung. Auch in London stellt man sich trotz diplomatischer Bemühungen auf einen Konflikt mit Deutschland ein. Der britisch-polnische Beistandspakt soll in Kraft treten, falls eine der beiden Nationen angegriffen wird. Hitler sucht eine Möglichkeit, Polen als Provokateur dastehen zu lassen. Ich werde propagandistischen Anlass zur Auslösung des Krieges geben, so der Diktator und weiter. Gleichgültig ob glaubhaft, der Sieger wird später nicht danach gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Hitler lässt Angriffe der Polen auf das Deutsche Reich fingieren, inszenieren. Ganz bekannt dabei ist der Angriff, angebliche polnische Angriff auf den Sender Gleiwitz. In Wahrheit sind es allerdings SS-Leute in polnischen Uniformen. Am Abend des 31. August schlagen die SS-Männer zu. Sie verkleiden sich und überfallen den Sender in der Tarnowitzer Straße in Gleiwitz. Die Männer verlesen ein Kommuniqué angeblich Aufständischer. Um die Glaubwürdigkeit des Auftritts zu steigern, lässt das Kommando die Leiche des Oberschlesiers Franz Honiok zurück. Er war tags zuvor entführt und ermordet worden. Die Inszenierung dauert nur wenige Minuten, doch sie bietet Hitler den gesuchten Vorwand für den Angriffsbefehl. Über 45 deutsche Divisionen stehen für den Überfall auf Polen bereit, darunter auch die Männer des 6. Panzerregiments. Am 31. August beziehen sie ihre Sturmausgangsstellung, bereit zum Angriff. Als Teil der Heeresgruppe Nord warten sie auf ihren Einsatzbefehl. Im Hafen von Danzig liegt noch immer die Schleswig-Holstein, die wenige Tage zuvor hier angelegt hatte. Sie soll eine besondere Rolle beim Angriff auf Polen spielen. Gegen 4:15 morgens wird klar, welche. Das Linienschiff Schleswig-Holstein wird in wenigen Sekunden den Feuerkampf auf die Westerplatte eröffnen. Auf der Halbinsel Westerplatte befinden sich polnische Munitionslager, die nun von Seeseite aus unter Beschuss genommen werden. Der Zweite Weltkrieg hat begonnen und in Deutschland sind die Menschen via Hörfunkkommentar live dabei. Wir sind etwa 200 Meter von der Schleswig-Holstein weg und ungefähr einen Kilometer von der Westerplatte. Jetzt ist ein gelber Einschlag hoch aufgefallen. Das Einschlagen der schweren Granaten von der Schleswig-Holstein. Jetzt wieder ein Einschlag. Wieder die schweren Geschosse von der Schleswig-Holstein. Der Feuerkampf ist eröffnet. Die deutschen Waffen sprechen jetzt vor Danzig. Wenige Minuten zuvor bombardiert die deutsche Luftwaffe die polnische Stadt Wieluńe, östlich von Breslau, ohne Vorwarnung. In mehreren Angriffswellen wird der Stadtkern in Schutt und Asche gelegt. Über 1000 Menschen kommen bei der Machtdemonstration deutscher Sturzkampfbomber ums Leben. Auch in die Kämpfe um Danzig wird wenig später aus der Luft eingegriffen. Treffer auf Westerplatte! Während Marine und Luftwaffe angreifen, rückt zeitgleich das deutsche Heer vor. Eine Streitmacht von über 1,5 Millionen Soldaten und mehr als 3000 Panzern nimmt Polen buchstäblich in die Zange. Polen befand sich im September 1939 bereits in einer sehr schlechten geografischen Ausgangsposition. Es war bereits von
drei Seiten eingekreist. Von Ostpreußen, von Schlesien aus und auch von der Slowakei, wo auch deutsche Truppen waren. Wenige Stunden später wendet sich Hitler an das deutsche Volk und verkündet den Ausbruch des angeblichen Verteidigungskrieges. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. In Danzig tobt der Krieg an diesem 1. September auch in der Innenstadt. Seit den frühen Morgenstunden haben sich polnische Verteidiger im Postamt Nummer 1 verschanzt. In Erwartung eines deutschen Angriffs war hier zuvor ein Waffendepot angelegt worden. Mehrere Versuche der Angreifer, das Gebäude einzunehmen, scheitern zunächst. Am späten Nachmittag sprengen deutsche Pioniere ein Loch in die Fassade. Später pumpen sie Benzin in den Keller und legen Feuer. Als die Lage für die Verteidiger immer aussichtsloser wird, ergeben sie sich und verlassen die Post. Einige der Männer werden sofort erschossen, die meisten anderen später hingerichtet. Der Krieg zeigt früh sein brutales Gesicht. Die Wehrmachtssoldaten mussten vom Krieg gegen Polen nicht überzeugt werden. Also die deutsche Polenwahrnehmung war so negativ in der Zwischenkriegszeit geworden, durch die Folgen des Ersten Weltkrieges, durch den Status einer Stadt Danzig und so weiter, dass man war gegen den Krieg, gegen einen großen Krieg, gegen einen Krieg gegen Großbritannien, gegen Frankreich und so weiter, aber dass es gegen Polen, dass man da auch zur Waffe greifen würde, das war akzeptiert. Bereits am Abend des 1. September, keine 24 Stunden nach Ausbruch der Kämpfe, wird Danzig wieder für deutsch erklärt. Während die Kämpfe auf der Westerplatte andauern, zieht die Wehrmacht unter dem Jubel der Bevölkerung in die Stadt ein. In Berlin tritt Hitler an diesem Tag vor den gleichgeschalteten Reichstag und verteidigt das militärische Vorgehen. Großbritannien und Frankreich stellen dem Deutschen Reich ein Ultimatum, seine Truppen aus Polen zurückzuziehen. Doch der Führer denkt nicht daran, die Forderung zu erfüllen. Am 3. September erklären die beiden Mächte dem Deutschen Reich daraufhin den Krieg. Hitler war entsetzt, weil er nicht wirklich damit gerechnet hatte, dass vor allen Dingen Großbritannien sich an diese Bündnisverpflichtungen halten würde. Es war immer sein Traum und man kann eigentlich sagen bis 45 sein Traum, mit der wirklich großen Weltmacht, die er akzeptierte, dem britischen Empire quasi Hand in Hand gemeinsam zu gehen, ein großdeutsches Reich, das großgermanische Reich dann auf dem Kontinent zu errichten und beide zusammen dann die Welt zu beherrschen. Von der Insel Guernsey im Ärmelkanal werden britische Expeditionsstreitkräfte nach Frankreich eingeschifft. Wie im Ersten Weltkrieg sollen die Truppen die verbündeten Franzosen bei einem erwarteten Angriff der Wehrmacht unterstützen. Dem Deutschen Reich droht ein Zweifrontenkrieg. Neben Polen im Osten sitzt der Feind mit Frankreich nun auch im Westen. Noch ist es ruhig an dieser Front. Großbritannien und Frankreich greifen nicht an. Warum greifen sie nicht an? Sie haben eigentlich eine große Überlegenheit. Die meisten deutschen Truppen sind im Osten, in Polen. Aber die französische Doktrin besagt hauptsächlich, dass der Erfolg in der Defensive gesucht werden muss und nicht im Angriff. Erst den Gegner kommen lassen und dann gegenangreifen. Das ist eine Lehre, die Franzosen aus dem Ersten Weltkrieg gezogen haben und denken, so im Zweiten Weltkrieg auch anwenden zu können. So kann die Wehrmacht sich auf den Feldzug im Osten konzentrieren. Rasch gelingen sowohl der Heeresgruppe Nord unter General Fedor von Bock als auch der Heeresgruppe Süd unter General Gerd von Rundstedt große Raumgewinne. Dabei spielt die Taktik eine wichtige Rolle. Von allen Armeen des Zweiten Weltkriegs versteht es die Wehrmacht, vor allen Dingen in der Anfangsphase des Krieges, am besten ein sogenanntes Gefecht der verbundenen Waffen zu führen. Sprich, verschiedene Truppengattungen oder Waffengattungen wie Artillerie, Infanterie, Panzer arbeiten in einer Weise zusammen, dass sie wie in einem Getriebe die Zähnchen in sich greifen. Die deutschen Verbände hinterlassen bei ihrem Vormarsch eine Spur der Verwüstung. Ein Soldat der 14. Armee notiert am 3. September in sein Tagebuch: Die Vormarschstraßen der Divisionen sind deutlich zu erkennen,
An endlosen Kolonnen und brennenden Häusern fahren wir vorüber der Front zu. Tote polnische Zivilisten liegen in den bizarrsten Verrenkungen im Acker neben der Straße, Spione und Heckenschützen. Alle sehen hin, bemerke ich, jedoch kaum einer verzieht das Gesicht. Krieg, denkt jeder. Die Grenze zwischen Zivilisten und Partisanen verschwimmt für viele der unerfahrenen deutschen Soldaten. Es kommt sehr schnell in dem Feldzug gegen Polen zu deutschen Übergriffen, zu deutschen Verbrechen. Bei der Wehrmacht ist es vorrangig, dass sie noch sehr kriegsunerfahren ist, nervös ist und sich überall aus dem Hinterhalt beschossen fühlt. Die deutschen Truppen reagieren sehr schnell über, setzen ganze Ortschaften in Brand und lassen Geiseln erschießen. Schon früh begehen die deutschen Verbrechen an der polnischen Zivilbevölkerung, die ideologisch motiviert sind. Es ist von Anfang an ein Vernichtungskrieg, ein Krieg auf die absolute Dezimierung der polnischen Bevölkerung ausgerichtet. Es operieren Einsatzgruppen im rückwärtigen Gebiet der Wehrmacht und das Resultat ist der Mord an mindestens 60.000 Zivilisten, polnischen Politikern, aber eben auch Geistlichen und Akademikern vor allen Dingen, von denen auch nicht wenige schon jüdischen Glaubens waren. Zu Beginn des Krieges sind rund 10% der Bevölkerung Polens jüdischen Glaubens. Rasch wird die jüdische Bevölkerung zum Opfer exzessiver Gewalt. Die NS-Propaganda ist bemüht, das seit Jahren aufgebaute Feindbild weiter zu befeuern. In Propagandafilmen und Wochenschauen wird gezielt gegen Juden gehetzt. Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Von hier aus wurden die Demokratien mit Taschendieben, Zuhältern, Rauschgift- und Mädchenhändlern, internationalen Bankschiebern und Hetzjournalisten versorgt. Während die rund 3000 deutschen Soldaten der ersten 5 Einsatzgruppen hinter der Front morden, bahnt sich der deutsche Vorstoß seinen Weg. Am 6. September gelingt der 10. Armee ein tiefer Einbruch in die polnische Abwehrfront. Die deutsche Wehrmacht nimmt zahlreiche Städte in Südpolen ein. Das Heer profitiert von einer neuartigen Unterstützung aus der Luft. Bisher, wenn man zurückschaut, im Ersten Weltkrieg hat die Luftwaffe hauptsächlich Aufklärungsflüge betrieben. Allerdings der Einsatz, man nennt es den taktischen Einsatz der Luftwaffe zur Unterstützung der Bodentruppen, das ist etwas Besonderes, was die Wehrmacht militärisch in den ersten Kriegsjahren auszeichnet. Beim Überfall auf Polen setzt die Wehrmacht 2 Luftflotten mit über 1.100 Flugzeugen ein. Besonders gefürchtet sind die deutschen Sturzkampfbomber, kurz Stuka, des Typs Junkers 87. Im Sturzflug geben sie einen demoralisierenden Heulton von sich. Zurück im Einsatzhafen sind unsere Stukas um einige hundert Kilo leichter. Aber das verlorene Gewicht wird wieder ausgeglichen. Ran mit einer neuen Bombe! Die Sturzkampfbomber können jeweils bis zu 1.800 Kilogramm Bombenlast tragen. Soldaten und Zivilisten fürchten die tödliche Bedrohung aus der Luft gleichermaßen. An der sogenannten Heimatfront nimmt man regen Anteil an den militärischen Erfolgen der ersten Kriegstage. Zeitungen wie das Offenburger Tageblatt informieren in Sonderausgaben über den Frontverlauf. Mit einer wahrheitsgetreuen Berichterstattung darf hier allerdings niemand rechnen. Die Nationalsozialisten kontrollieren die seit Jahren gleichgeschaltete Presse. Doch trotz Zensur, die Schattenseiten des Krieges treten rasch zutage. Züge bringen die zahlreichen Verwundeten von der Front zurück in die Heimat. Überall im Reich entstehen Lazarette und Krankenstationen für die Soldaten. So wie in dieser Schule im hessischen Korbach. Ein Amateurfilmer hält fest, wie sich die Klinik rasch mit Verletzten füllt. Die Bilanz am Ende des Polenfeldzugs: mehr als 10.000 tote deutsche Soldaten. Auf polnischer Seite sterben mehr als 10-mal so viele Armeeangehörige. So gehören auch solche Bilder bald vielerorts zum Alltag. 21 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs tragen die Deutschen wieder ihre gefallenen Soldaten zu Grabe. Am Anfang des Krieges, als noch gefallene Soldaten wirklich nach Hause überstellt werden, inszeniert das Regime
diese Beerdigung als Trauerfeiern für gefallene Helden. Ganz klar, des Nationalsozialismus. Auch die ganze Familie des Gefallenen wird auch nochmal besonders herausgestellt, damit auch klargemacht wird, selbst wenn das passiert, was natürlich schlimm ist, ist derjenige doch für das Regime gefallen und das Regime wird die Angehörigen nicht vergessen. Der Fluss Bzura bei Kutno in Zentralpolen. Unbemerkt von der deutschen Aufklärung haben sich hier Teile der polnischen Armee, Pomorze und Poznanie, zusammengeschlossen. Gemeinsam stellen sie sich dem deutschen Vormarsch entgegen. Die 8. Armee der Wehrmacht unter General Blaskowitz kommt durch die gegnerische Offensive zwischenzeitlich in Bedrängnis. Erst mit Hilfe von Teilen der 4. und 10. Armee gelingt es schließlich, die polnischen Kräfte einzukesseln. Am 19. September ist die Schlacht entschieden. Rund 170.000 polnische Soldaten ziehen in deutsche Kriegsgefangenschaft und damit in eine ungewisse Zukunft. Zwei Tage vor Ende der Entscheidungsschlacht bei Kutno erleiden die polnischen Streitkräfte einen weiteren schweren Schlag. Die Rote Armee fällt von Osten her mit zwei Heeresgruppen ins Land ein. Mit dem Angriff der Roten Armee auf Ostpolen am 17. September ist für Polen eigentlich Game Over. Weil ein Zweifrontenkrieg kann Polen unmöglich gewinnen. Und es wäre dann immer noch denkbar gewesen, den Krieg in die Länge zu ziehen, wenn man nur gegen eine Front kämpft. Das ist schon schwer genug. Aber mit dem 17. September kann es eigentlich nur noch heißen, rette sich, wer kann. Im Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Pakts hatten das Dritte Reich und die Sowjetunion Polen untereinander aufgeteilt. Der Fluss Bug dient als Demarkationslinie. Wenige Tage nach dem Einmarsch der Roten Armee treffen die Angreifer bei Brest-Litowsk aufeinander und feiern ihren Erfolg mit einer gemeinsamen Militärparade. Keine zwei Jahre später werden sich Wehrmachtssoldaten und Rotarmisten wiedersehen. Dann jedoch als Feinde, nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941. Der Krieg in Polen ist entschieden, jedoch noch nicht vorbei. Am 25. September greift die deutsche Luftwaffe die eingekesselte polnische Hauptstadt an. Bei den verheerenden Luftangriffen kommen mehr als 25.000 Menschen ums Leben. Nach zwei Tagen kapituliert Warschau. Millionen Menschen verlieren durch den Vernichtungsfeldzug der deutschen Wehrmacht ihre Heimat. Der polnische Staat verschwindet von der Landkarte. Wichtigstes Ziel der Deutschen ist erstmal, dass die Ostgebiete, die man hat abtreten müssen im Versailler Vertrag, schnellstmöglich dem Altreich wieder zugeschlagen werden als neu gewonnene oder wiedergewonnene Ostgebiete, meistens gerne bezeichnet. Dann das Gros des polnischen Territoriums wird als sogenanntes Generalgouvernement verfasst, mit einem Sonderstatus von vornherein eigentlich gedacht als Abschiebeterritorium für alle, die man nicht haben will. Die Nazis errichten Ghettos, in denen Menschen jüdischen Glaubens zusammengepfercht und ausgebeutet werden. Für viele ist dies die erste Station ihres Leidenswegs in den Tod. Die deutsche Wehrmacht rüstet derweil nach. Im April 1940 rückt sie unter dem Decknamen Unternehmen Weserübung in Norwegen und Dänemark ein. Einen Monat später überfallen deutsche Truppen die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Dann folgt die Invasion Frankreichs. Der Krieg weitet sich aus. Hitlers Soldaten besetzen im sogenannten Westfeldzug immer größere Teile Europas. Der deutsche Vormarsch kennt keinen Aufenthalt. In der Heimat ist der Personenkult um Hitler ungebrochen, auch als der Krieg schon längst sein brutales Gesicht zeigt. Die fanatische Verehrung für den Diktator macht viele blind für verbrecherische Kriegsführung und militärischen Größenwahn. Nach der Sowjetunion werden 1941 mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor auch die USA zum Kriegsgegner. Adolf Hitler und seine Komplizen haben einen Weltenbrand entfacht.